Schick dir mal den Veto-Link, wir haben ein bisschen Zeit gut zu machen. Aber ja, mein Gott, was soll man machen, wenn die Scheiße da down geht, dann geht's ja down. Also, ich habe beide einen Veto-Link geschickt, sollte sofort losgehen. Phil hat Fauxpas gerade Foxpass geschrieben, wie so ein Fuchs, der einen Pass spielt. Meinung, David? Ich würde den wegbannen, einfach ganz trocken und ehrlich. Also ich pack's manchmal einfach nicht. Ich kann auch immer nicht mehr. Ich drücke Umband Fies und Sub-Zero. Ich denke, das sind gute Bands. Ich denke, Big Black Locks bannen wie immer Kobbel und Tuscan. Und dann müssen sie halt überlegen, was bannen sie als drittes. Ich denke, Fire nicht. Also bannen sie entweder Frill oder Rampart. Und ich denke, Rampart wäre wahrscheinlich besser. Aber mal gucken. Foxpass. Wieder dafür das beste Team. Was geht? Also Big Black Locks. Haben da jetzt gerade zwei Maps weggebannt bekommen, die sie sehr mögen. Und ich denke, die wollen auf jeden Fall, dass es wenigstens dann Fire wird. Wer ist dein Favorit? Tuscan und Kobble sind deren Default-Bans, weil die keinen Bock haben auf die Stani-Maps. Meine Favorit sind schon Big Black Glocks, denke ich. Aldrich immer ein bisschen noch nicht so performt und haben heute auch ein Stand-In. Aber es ist nicht Okay. unmöglich, würde ich sagen. Also so ein Okay, okay. 65-35-Ding könnte knapp werden, je nach Map. Big Black Glocks sind ziemlich lange überlegen. Daher sollten Kobble und Tuscan halt relativ straightforward Bans sein. Aber vielleicht wollen sie ja heute ausnahmsweise mal doch Stunny-Maps reindaddeln. Und ich liege hier komplett falsch. Auf dem Frill hätte ich natürlich fett Bock. Und ich denke auch Big Black Glocks sind da relativ prepared drauf. Maybe I drücke hier oben auch, keine Ahnung. Aber irgendwie bannen die gar nichts, diese Wichser, also schreibe ich hier jetzt nochmal. Nur die Harten kommen in den Garten, schreibt Phil. Da kommt der erste Ban, Kobble, Tuscan und Frill. Ah, schade, kein Frill, solche Wichser. Und die haben wahrscheinlich echt nicht gesehen, dass das Veto live ist. Die kamen nämlich einfach instant wie aus der Kanone geschossen. Ja, also ich denke, Aldrich hier um müssen sich jetzt hier entscheiden, was sie mehr mögen. Ich denke, sie mögen wahrscheinlich Fire mehr und dann wird es ein Fire Decider. Das wäre mein Call. Aldrich hier um hatten da krankes Util gegen Drunken After. Was war doch gegen Drunken After? Kann man halt auch nicht wirklich so viel rausziehen, was man da auf der Map kann. Aber Rampart, keine Ahnung, wie ready man da ist. Mittlerweile 37% auf Aldrich hier um, 38 jetzt und 62 auf Big Black Locks. Die Channel Bets, komm rein, komm, place your points, bevor ich hier zumach. Hallo, ihr zwei Hübschen, was geht, Pegel, Sein. du Geiler? Ich habe gestern die Sub-Badges ein bisschen bearbeitet. Bei manchen hat sich nicht viel getan, aber bei anderen hat sich ziemlich viel getan. Bei den Investoren wahrscheinlich, oder? Ja, bei Investoren. Wie steht die Rendite eigentlich bei Investitionen in die anonymen Korb? Unendlich hoch, skyrocketed. Okay. Okay. Es ist ein Rampart-Decider tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das der richtige Call war von Eindrück hier oben, aber maybe sind sie ja extremely prepared. Wir haben beide Teams auf der Map noch gar nicht gesehen. Und nice, dass wir hier tatsächlich nochmal. Aber Rampart einfach nochmal sehen, das haben wir gestern gesehen. Auch auf keinen Fall underplayed die Map. Bisher ist nur Frill massively underplayed. Obwohl wir halt Teams sehen, die halt eindeutig Bock auf die Map haben, ist immer das Gegnerteam nicht so hyped bisher. Dann wird's das nicht. Thrill ist eigentlich aus dem Map-Pool mit, nicht mit Fire. Oder nee, doch, das ist Fire. Thrill und Fire finde ich am nicesten. Die Ja, sind meine Fire ist auch Favorites. sick. Junge, ich muss an die Steam-ID kommen von der Map, Alter. Aber es ist alles down. Okay, so. Ah, jetzt geht's. Junge, ich will Danny dazu überreden, dass er mir die Erlaubnis gibt, dass ich so dieses Danny Thumbs Up-Ding als Twitch-Emote mache. Er hat Nein geschrieben. Ist doch scheiße, Digga. Das soll mal gönnen. Also, ich würde das sofort gönnen, wenn es ein Lowry Thumbs Up gäbe, aber gibt's ja nicht. Bin nicht so epic wie Danny. Vielleicht mache ich es einfach und er soll mich anzeigen, dafür ist er eh zu faul. Das ist einfach so ein richtiges langes Legal Battle, deswegen. Ich weiß, er hat recht, aber ich weiß, er hat auch keinen Bock auf die Kosten des Anwalts. Was geht, Snake? Alter, lang nicht mehr gesehen.
die Diamond Hands halten. Props an beide Caster, Digga. Ehre, Mann. Ja, also ich wechsle gerade die Map und dann dürfte es eigentlich gleich losgehen. Auf geht's, kracht in die Channel Bed, solange ihr noch könnt. Damien schreibt mir in Caps, you are not a player in this match. Och nein, Alter. Dann musst du einfach nur Bruh. reconnecten, oder nicht? Nein, ich habe reingeschissen. Die haben ein Stand-in und ich habe den vergessen einzutragen in die Liste von Eligible Players. Achso. Oh nein, Alter, wegen meinem Mistake muss ich den Server jetzt nämlich neu starten. Und wenn die danach nicht auf den Server kommen, dann habe ich mies reingeschissen. Oh Junge, wehe, Alter. Dann raste ich komplett aus, Alter. Ich gehe mal kurz runter und erkläre die Situation, dass sie alle Bescheid wissen. Die werden sich Alles freuen. klar. Ja, wie ihr gesehen habt, muss ich den Server neu starten, weil ich vergessen habe, deren Stand-in reinzumachen. Wir sind alle gecrashed, du. Ja, wir sind Also. alle gecrashed und Okay, ihr dann habt war es eh aber egal. ich bin noch connected, also. Ich habe jetzt Okay, Instant nee. Connect, dass ich gechartet bin, gechartet Ja, habe. ich konnte nicht, bei mir wurde Okay, Server dann. runtergefahren. Ja, ich sag's euch nur, ich hätte ihn eh runtergefahren, es hätte euch eh gekickt, also bei denen, die es nicht gecrashed wäre. Und hoffe einfach, ihr kommt jetzt mit diesem Trick oder einfach so nochmal drauf und es ist nicht daran Ja, gescheitert. so MMQ hat actually geholfen, also nur um es Ja, nochmal zu hat er erwähnen. mir auch gesagt. Ja, einfach reconnecten, Boys. Okay. Mit dem MM-Trick Du hast geht's einen ja schönen Trick anscheinend. gehabt, Junge. Bruder, Alter, es liegt ja nicht an der Zeit. Es liegt daran, dass ich einfach vergessen habe, Alter, weil ihr alle. Keine Ahnung, Alter, ich frag da diese 8 Leute ein, weißt du, und dann kommt da noch ein Neunter. Was ist eigentlich mit dem Channel Weil ich 4? der Profi bin, hat das. Junge, Alter, okay. Hallo? Ich hoffe, die kommen einfach wieder drauf. Das war doch eine gute Vorlage, Lori. Du bist so ein geiler Fabio. Rein da, kracht in propsdrink.de, Code Arno10. Unendlich gutes Getränk. Heute werde ich tatsächlich wieder eins aufkrachen mit einem Valentins Weißbier-Hefeweizen, Premium-Hefeweizen. Von dem mich aber nicht sponsert, leider. Aber Autobahn empfiehlt euch auch das Valentins-Hefeweizen und das Propsdrink. Das geht einfach gut zusammen. Geht anders steil. Das kommt richtig giftig. Junge. Bärlich mehrlich. Nee, aber es ist wirklich nice. Ich hoffe, die schicken uns tatsächlich was auf die LAN und tryen das da anfahren. Ich denke, dann werden sich die einen oder anderen echt reinbestellen. Weil wenn man halt weiß, dass es gut schmeckt, dann gönnt man sich halt mal was und supportet dabei ein bisschen rein. Ist ja nicht verkehrt. Junge, was für Bad Spectator Passwort. Ich raste komplett aus. Propspring soll mal so Dosen machen wie Cola Korn. Junge, dein Branding ist so. Kein Koffein, hast du nicht gesehen, Scheiß, der da so in Red Bull und so drin ist. Und dann einfach als zweites Produkt einfach eine Mische anbieten. Sehr wild, Alter. Finally, ich connecte. Da bist du schon im GoTV. Ja, also ich reconnecte jetzt, weil ich ja irgendwo ausgeschmissen wurde wegen Restart. Alter, wer sagt denn da? Snake, Alter, Ehrenmann. Ich glaube, Snake ist dein erstes ACS4-Game, wo du im Chat bist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du als ACS3 mal am Start warst. Dafür gibt es auch den Coach MarcoFax10, Digga. Alter, Rich Ball in 6 Monate. Und sogar Ja. ein Gründer, Junge, der gründende Boss. Und ein VIP, Alter, weil hier Pay to VIP. Vergiss ACS4, nicht. erstes Game. Wo ist die Rapido, Cam? Also, David ist heute nicht geschminkt, meint er. Ja, tut mir leid, Jungs. Ich hab wirklich eigentlich keinen Bock. Also ich schmink mich eh nur für mich selbst, aber ja. Ups, Alter. Jedes Woman ever to say, ich schmink mich eh nur für mich selbst. Ja, du schminkst dich auch nur für dich selbst, das ist ja fein. Ja, natürlich, surely schmink ich mich für mich Oder halt für selbst. mich, wenn ihr uns auf der LAN sehen. Ja, das wäre wirklich Ausnahme. Das wäre das erste Mal, dass ich mich für jemand anderen schminken würde. Geil. Alrighty, ich lade die Map rein. Dann haben wir noch einen 2-Minuten-Delay, auf den wir warten müssen. Und Alles dann klar. geht's bald los. Was wird dir gechattet? Schönheit abends im Waschbecken runterspülen. Geht nicht, wenn man so eine natürliche Schönheit hat wie du, Fabio. Spielt da Hannas Bruder. What? Die Tisky Cam. Boah. Junge, die war schon krank, Alter, als ich das da in diesem Highlight-Video gesehen habe.
David und wer war es auf der anderen Seite? Gurkenlecker als Xmas-Version und David mit der Tyski-Flagge im Hintergrund, Alter. Was für Tyski-Flagge? Das ist einfach nur eine Polen-Flagge. Ja. Das sagt aber jeder Tyski-Flagge. Ja, ich weiß. Passt auch. Tyski-Flagge. Auf geht's, 35% Eintrittsquote, 65 BBG, komm, reiner. 99% of all gamblers quit right before a big hit. Das ist aber true. Man stoppt immer kurz vor den Diamanten. Ja, das seid ihr nicht derjenige, der diesen Meme vor den Diamanten stoppt. Das ist doch scheiße. Das wollt ihr doch nicht. Ihr wollt in die Diamonds krachen, deswegen immer brav weitergraben. Fast 50-50 Odds. Vor allem das Ding ist, du kannst beim Gamblen bis zu 5000x gewinnen, aber kannst immer nur 100x verlieren. Eben. 100x? 100x ist doch ein Multiplikator, Bruder. Ja, ich meine, okay, 100% gewinnen, 1000% gewinnen, so. Einfach x, Digga. Ja, ich habe schon den ein oder anderen 1000x gehittet, auf jeden Fall. Da wurde vielleicht mal ein Ferrari gejuiced, auf jeden Fall. Bruder, Alter, fährst du im Ferrari auf die LAN? Nee, mit dem Lambo. Mit dem Lambo, Digga, ja, dann ist ja fein. Casino ist Wohlfahrt, das stimmt. Ja, du. Einfach Verdopplungstaktik machen. Lass das so lang weiter propagieren, bis die erste Krypto-Seite kommt mit einem dicken Deal, Alter. Die Verdopplungstaktik war so früher der CSGO, wie hieß das nochmal? Das mit diesem Diamanten, diese CSGO Wild hieß es, glaube ich. Ja, Wild war so grün. Ja. Was, da wurde Verdopplungstaktik angewendet. Das war doch mega die Scam-Seite. Ja, war es auch. Alle CS. Okay, welche CS-Scam? Nee. Also es sind alle fett profitorientiert und gehen davon aus, dass die Kinder sich anmelden und machen keine Altersverifikation. Aber die waren halt Actual-Scam. Sprich, die haben da ihre Provably Fair und das alles randomized ist hart reingefaked, weil sie halt noch greedier waren, so. Ah, wow, okay, das ist halt noch heavier, während so andere Seiten halt wenigstens belegen können, dass sie halt provably fair sind, sprich halt alles einfach random generiert ist, konnten da, es gab ja auch diesen anderen Skandal, wer war es denn da, MoTV? Da wurde irgendwas geforst, das weiß ich noch. MoTV, der da irgendwie Ergebnisse im Vorfeld schon hatte oder so irgendwas, das war glaube ich dann noch CSGO Lotto, ich bin da nicht mehr so 100% drin. Also da war schon richtig fad das Scam-Scheiß dabei. Da ist heute im Vergleich zu alles ultra legit, Alter. Junge. Und trotzdem kann sich der 12-Year-Old, solange er Krypto hat, irgendwo überall noch anmelden und machen, was er will. Das ist halt geil. Das Einzige, was nice war, war CSGO Launch of Pro Matches Betten. Das war das Beste. Oha, warte mal. Automod, eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Aggression. Wenn die Nachricht zugelassen wird, wird es zum Channel zugefügt. Wenn man, wie man reich wird. Anleitung, 1 Million Euro Kredit aufnehmen und alles auf schwarz setzen, 50% reich werden, 50% kill yourself und das kill yourself wurde geflaggt vom Automod. Fabius, das kannst du doch nicht schreiben, Alter. Der Automod, da muss ich halt leider ablehnen. Oh, bin ich auf Erlauben gekommen, scheiße, Digga. Add permitted term, küss, scheiße, Alter, jetzt habe ich das als add permitted term, kann es wieder, /remove, nee, permitted, hä, scheiße, Digga, kann ich das irgendwie wieder wegmachen? Weil Comment kenne ich nicht, aber du kannst in die Einstellung wegmachen, ja. Ja, okay. Ich dachte, ich kann für Fabio da jetzt mal eine Ausnahme machen, aber das muss jetzt ja nicht im Permitted Term hier werden. Warte, komm, wir gehen mal live hier. Was geht? Ich grüße euch, Alter. Heute trage ich, aber man sieht es gar nicht, Alter, ein B-Hop-Shirt. Hier mit einer B-Hop-Tasche, Alter. Ist krank, hä? Was ich nicht alles für kranken Zwirn besitze. Da haben wir eigentlich Shared GoTV? Oder... Du musst einfach GoTV joinen, oder wie meinst du? Also, dass ich... Warte, mein CSGO ist gecrashed. Dass ich auch dem Spectator, dem du spectatest. Ach so, nee. Du bist einfach da, aber es gibt ja nur ein paar, wo es Sinn ergibt. Immer bei der Action sein, ganz einfach. Und ich könnte auch einen Discord-Stream machen, seitdem ich kein Nitro mehr habe, ist das mega much, die Quali. Wenn man Auto, ich weiß nicht, ob wenn man jetzt auf diesen Auto GoTV Scheiße anhält, ob man immer auf demselben wäre, wenn wir es beide anhaben, aber das ist halt mega much. Ich glaube das schon, ja, Auto Director ist much. Ja. Also ne, es geht, so ja, bad ist er nicht. Ja, so extrem bad auch nicht, aber es spoilert halt und er hängt halt oft irgendwo, weißt du? Wie zum Beispiel, als du Pizza holen warst und er dann in Räche gehangen hat. Für 50 Jahre. Räche wurde gekillt und er war dann, also das hat mich immer noch gezeichnet.
Bist du gebrandmarkt davon? Ja, Mann, Alter, das war das beste Sigma-Game, Alter, und es wurde einfach nicht gecastet, Digga, er war nicht da. Tut mir leid. Aber das beste Sigma-Game, das kommt eigentlich noch. Es geht immer besser. Ja, jetzt fahren wir ja eh. 58% Big Black Locks, 42% I drück hier oben. Go, 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 rein da. Ich schenke mir mal meinen Props-Weizen ein, während die Boys da ready machen, hoffentlich bald. Dann kannst du any second losgehen. Warum bekommen eigentlich die großen Haie in der Pyramid-Scheme nicht auch Softdrink? Die Alumi-Pyramide, Digga. Oh, da wird ein Turm gebaut. Der Turm ist aber offiziell verboten, Boys. Wo? Es gibt da mehrere Türme auf der Map, die verboten sind. Die haben aber erst entdeckt, dass die Map safe war. Deswegen habe ich da ein eigenes YouTube-Video drüber gemacht. Guck mal, er ist da oben auf dem Dach, Alter. Ja, ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Es ist verboten. Und man kann es halt einfach checken. Wenn man da durchläuft, einfach einmal hochgucken. Es ist giga schlimm, trust. Und es ist auch nicht intended. Und du kannst da auch ein bisschen Mitte reinnehmen. Das ist einfach nur nicht gescheit geklippt. Wenn du da die Brushes anmachst, siehst du richtig, wie er da ein Stück vergessen hat zu klippen, weißt du? Man muss halt überlegen, wenn das halt Real Life wäre, dann könntest du doch ohne Boost hinspringen. Einfach mit den Händen dran und hochziehen. Bruder, Alter. Muss halt immer realistisch denken. Wenn irgendwas realistisch nicht geht, dann darf es nicht sein. Alter, wenn das Real Life wäre, wenn all diese Almans an diesen exotischen Krankheiten auf Rampart sterben oder von irgendeinem so Dschungeltier gerissen werden. Auch true, actually. Alrighty, Alter, guckt euch das an hier, es ist so geil. Ist aber wirklich sick. Kann man auch so sippen. Bock mega. David Marvitt, Alter. Auf der Laden hebeln wir doch ein Props-Weizen zusammen. Ein Props-Weizen. Props-Weizen? Gibt's da Bier von, oder was? Nee, aber ich misch das halt gerne. Oh, sie machen ready. Oh, so. Oh, da kam nochmal Big Bank, Big Money auf Big Black Logs rein. Jetzt sind es 68% und damit machen wir auch mal zu jetzt hier. Lulas, Alter. Aim Crusher macht die weg. Ich grüße Pelle. Alles klar. Da geht's los, da geht's los. Rein in die Knife Round. Good luck gefallen an beide Teams natürlich. Absolut. Fate ist der Stand-In. Mal gucken, wie er sich macht hier auf Rampart. Wird mies gestochen in der Mitte. Tarot direkt. Erster Stich Witcher mit dem zweiten. Malplay, was machst du da eigentlich? 3 gegen 1 offsize alleine. Wird einfach gestochen. Alter. Aber die Knife Round war one-sided. Ja, das war wirklich Frankfurter Hauptbahnhof gegen, keine Ahnung, Hannover Hauptbahnhof oder so. Hannover ist halt komplett harmlos, dafür steht dort das H. True. Wollten ECT. Ja, ich glaube nicht, dass die Psychospielchen hier was bringen. Na, ich schicke Danny mal ein Audio. Wie viel Geld muss ich dir schicken, Danny, dass ich das als Emote verwenden darf? Ich kaufe mir jetzt die Rechte an diesem Danny Thumbs Up Ding und mach's dann als Emote rein. Oh, nix im Chat. Supportet hier sein Team. Und wer jetzt gedacht, Big Black Blocks, swappen auf CT. Absolut richtige Entscheidung, denke ich, so wie wir die Map gestern gesehen haben. So, und chatte ich hier nochmal überall rein, dass das Game Live ist. Game Live rein da. In Caps, Game Live, rein da, go, go, go. So, dann bin ich mal gespannt hier. Die T's haben 4 taktische Decoys und keine Smoke. Das ist cringe. Und die schmeißen alle Decoys gegen die geschlossene Skybox. Oh Mann, Junge, alle Decoys liegen jetzt im Spawn, Mann. Ja, da wurde sich gerade auch nicht einig. Wollten auf B gehen und auf einmal dann doch nicht. Ja, ich bin mir ja nicht so sicher. Ich meine, die haben sich aktiv für die Map und gegen Fire entschieden. Ich wäre jetzt enttäuscht, wenn mal gar nichts ging. Throne? Witcher, oh, Witcher down. Da Throne ist die Mid-Control komplett weg. Hallo, man rafft gar nicht, dass er das. Throne hittet gar nichts. Den Case ist aber auch alles egal. Aber Jedi Pudding. Oh, er macht so ready. Jedi Pudding, Aim Crusher zu zweit ist halt einfach chinesische Mauer. Warum plant er krank? Er kann da auch unten liegen. Wo will er denn liegen? Er kriegt den aber trotzdem durch. Stabil. Offside vielleicht? Naja, er kriegt das Fett in den Nacken. Ah, schade.
War winnable gewesen. Es war so winnable gewesen. Terron hat nichts getroffen, aber die sind einfach nur weitergejoggt. Ja, aber der One on Four Clash war auch winnable gewesen. Da haben zwei Leute gepeakt, hätten wir beiden direkt eine 1 geben können. Der Reed auf den Flank war da. Aber waren halt keine 17 Jahre lang Navy Seals Training, deswegen war das Aim nicht so gut. Eben, Digga. Ich bin gespannt. Man kauft sie jetzt nicht runter. Damien mit einer Smoke. Ich hoffe, man hat gelernt, dass man auf dem Spawn hier keinen Util schmeißen kann. TZ wird geshoppt, sehr interessant. Hey, was macht der denn da für ein Lineup ready? Da ist doch eine Skybox, wo soll das hinfliegen? Oh Mann. Die Flash kam, aber. Wie drückt, welche Taste ist das für Nades? Dass man die so. Ja, also die Reload-Taste, wenn du das woanders gemeint hast, ist woanders. Aber ist er ist Default? Er ist Default Reload. das ist einfach connected mit wo auch immer achso, Reload gebindet ist. Achso, ey, Junge, okay. Er kriegt ja gleich dick in den Nacken, oder? Hat das wer? Nee. Ja, da hat man sich überhaupt nicht besprochen. Aber der Aimcrusher macht nochmal 2. 3 gegen 3 mit der MP9. Hat man die M4 nicht? Nee, anscheinend nicht. Sollte trotzdem eine Pflichtaufgabe sein für die Cetis, aber da hat man sich nicht abgesprochen, dass da irgendwer das Window hat. Mucke Martin hat überhaupt nicht gecheckt, dass er da down gehen kann. Fällt vielleicht das Rente? Nee. Theron rennt durchs Feuer durch, wie ein Feuerwehrmann. Dem ist egal, der will Leben retten. Aber finde ich gut. Finde ich auch gut. So besser? Ein bisschen tiefer, die Kette. Das B-Hop-Shirt ist so krank. Und guck mal, was ich hier in der B-Hop-Tasche drin habe. Ein 5-Jahres-Veteran-Coin, weil ich ein 5-Jahres-Veteran bin. Den trage ich immer bei mir. Dass ich mich ausweisen kann. Das ist wie so eine Sicherheitsstufe. Mit der komme ich halt auch in bestimmte Facilities rein, in der so Normalsterbliche nicht reinkommen, weißt du? Oh. Witcher's Nate, 40 Damage. Aimcrusher da am Spotten auf der Leiter. Oh, spielt da ein bisschen mit dem Feuer. Mucke Martin am Window und er hat da eine Gap. Aber pusht man da so weit vor, dass die Gap hier eine Rolle spielt, bevor die Smoke fadet? Ist die Frage. Oh, 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 Offsize hat ein Glück, Junge. Der weiß gar nicht, was ein Glück er hatte gerade. Und er ist jetzt da schon weiter vorne, als man vielleicht mitrechnet. Oh. Ontech könnte gleich auf B kommen. Eine MP9 gegen AWP und AK. Wird da dick abgezogen. Guck mal, wo Tyrone ist. Der pusht den Underground einfach dick rein. Ja, der holt sich gerade einen guten Flank. Er hat gefühlt die einzige Position gefunden, wo hier nicht irgendein T irgendwie schimmelt. Pudding wird abgeamt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Ts nicht genau wissen, was sie wollen. Nee, das hat man am Anfang in der Pistole auch schon gesehen. Das heißt halt Gigasplit einfach. Die AWP war schon mega weit vorne hier. Und Terron hört halt alles. Der Gameplan war in der Runde einfach auf. Und er kann halt die Bombe gleich... Nee, die Bombe kann er nicht downen. Aber er mit dem Frag hier ist die Orb raus. Und da fallen halt keine Frags. Man ist komplett split einfach. Ich denke, die Ts müssen ein bisschen mehr zusammenspielen. Das ist es so nicht. Die spielen viel zu 1v1. Hey, könnt ihr aber Aimcrusher rausholen, der ist nicht aware. Starke 1. Plant sollte das nicht rein. Ah, doch, actually. Er fliegt ab! Das war okay. Dumm. Das Money von Plant. Money von Plant hätte man noch mitnehmen können, auf jeden Fall. Das wären wahrscheinlich 2-3 AKs mehr gewesen. Ja, 2 AKs wären das mehr gewesen. Aber ich glaube, man entscheidet sich hier eh für einen Deagle bei höchstwahrscheinlich. Ja, also dich hätte den Plant auf jeden Fall auch gestickt, aber. Kein Grund abzubrechen. Doubloons. So, man. Bombe wird da Richtung Mitte gedroppt. Der Molly fliegt, glaube ich, nicht so tief, wie man das werfen wollte. Die Nate macht ein bisschen Damage, nicht viel. Der Ron hat da Contact im Con. Martin findet Schmalpay gegen Mitte. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, man hätte ja auf Fire gehen sollen bei Eintrigium. Ja, das sieht nicht wirklich so danach aus, als würde man wissen, was man macht. Schoko ist ein guten Kill, aber der Trade vom Con-Spieler ist sofort da. Die Ts strahlen nicht wirklich so eine Gefahr aus, finde ich, weißt du? Mhm, das ist sehr viel Östrogen, das da ausgestrahlt wird und zu wenig Testosteron. Das ist nice, wie Grut hier nur im Chat ist, um ein bisschen zu klicken und wenn irgendwas Dummes sagt, lach nicht. Ja. Richtiger Ziel, Alter. Und Snake, AT, ich schreib gleich Soy. Lolli, der Goldesel, Alter, das bin ich. Die Doubloons am Droppen.
Aber wer weiß, vielleicht macht Eidrück hier oben jetzt gleich auch ein... Bruder, Damien wirft schon wieder, das war, die kommt diesmal. Okay. Die kommt! Das heißt, er hat die Ebene aus Versehen verschissen. Die Windowsmog ist actually gekommen, ist ja krank. Aimcrusher und Schmalplay und Damien könnten da gleich alle Contact haben. Ich muss sagen, Eidrück hier oben haben, glaube ich, relativ viel Util. Muss ich ihn echt lassen. Ich sehe die oft Util schmeißen. Aber sie kassieren halt trotzdem richtig hart immer. Was irgendwie ein bisschen sad ist. Aber ich glaube, bei denen fehlt es halt an einer Teamplay und an einer actual Idee im Game so. Wo man halt auch was aus den Util machen könnte, dass Damien und auch ein paar andere haben. Und guck mal, wo Jedi-Pudding ist, Alter. Aber wurde getradet, immerhin. Immerhin, das ist gut für die TSA. Man muss trotzdem sich mal hinterfragen, wo kommen die immer her? Irgendwo hat man hier doch eine dicke Lücke. Wird Richtung A aufgebaut, aber die CTs leider perfekt. Auch. Auf B ist halt niemand. Ja, das ist halt der Warlock. Da müssen wir halt jetzt kurz einmal die Boxe anmachen als T und auf B drauf rennen. Stark. Nice. Aber der Double Frag hat die Trades kommen wieder. Und jetzt man hat Info auf beide. Man hat Info auf beide. Free Frag, nice. Ja, man weiß, der ist höchstwahrscheinlich jetzt schon close hier auf Short. Das ist relativ obvious. Die Runde braucht man als Ja, Fair, Damien ist so ready. Boah, Junge, das war's nicht. Oh, Witcher zerstört sie komplett. Ich weiß nicht, ob der Mollys war. Ja, manchmal muss man auch einfach bisschen das Test so halt haben und die Waffe in der Hand halten und nicht auf so Sissy Boy Util gehen. Ja. Muss man sich halt mehr trauen. Aber es kommt nochmal der Force von den Tees. Ich meine, wir haben ja gestern gesehen, die Map ist Sieg decided. Es ist hier noch nichts verloren. Aber das wäre natürlich eine nice erste Runde gewesen. Starke Double Nate. Macht nichts, aber sieht cool aus. Jedi Pudding Down Jumpspotten einfach nur. Oh, er piekt jetzt gleich dick mit Nate und schreit dann. Ah, nee, er wirft sie einfach nur ins Nichts. Starke Nate. Oh, man muss sich aber durchs Window boosten. Er hat nur noch 5 Kills. Aber Bruce ist auch wieder näher. Ist Potential, so viel wie vor B steht. Ja, guck mal hier, wie die da im Window chillen. Die warten jetzt hier auf das Util und wollen dann fahren. Wo kommt? Witcher Rotate Offside? Die T ist halt an. Pudding einfach umgesprintet. Pudding hat da gerade so eine mega unnötige Flash geworfen. Mir gar nicht gefallen. Boah, schmeißt der eben in die Wand rein. Ich check manchmal echt nicht, was die machen, Digga. Aber fällt guter Flankread. Wichtig. Jetzt muss man hier chillen, das darf eigentlich nicht nochmal abgegeben werden hier, die Runde. Nee. Die Runde. Vor allem muss nicht mit Offsize dem Connector. Die Runde ist definitiv winnable. Auch wenn beide Ks ziemlich low sind. Nice, Damien. Nee, mit der Kopf abgerissen. Und da muss Aimcrusher eigentlich schon wegbringen, weil so toll ist das Geld gar nicht. Die letzte Runde war mega knapp. Ja, und er bringt auch weg. Sogar die Orb noch recovered. Oh, man will ihn da handen, man will ihn da dick handen. Ah, er ist ein bisschen zu spät. Ja, Offside ist ein aber, bisschen aber, zu spät. Aber, Nee, Aimcrusher steht sein Eier. Ja, das passt. Damit haben die TTs auf jeden Fall nochmal einen guten Ball. Obwohl, ja doch, ein Witcher kann legen. Aimcrusher, wenn er 1S drin hat, kann legen. Oder halt die Orb legen und sich selber kauft. Hat er 1S drin oder ist er A4-Heizer? Sieht aus, als wäre Afi Heizer, solange er braucht. Ja, MP9. Unlucky, Bruder. Weißt du, imagine, du musst jetzt MP9 spielen, nur um Mucke Martin eine Orb zu legen, mit der nichts trifft. Ja, man hätte auch einfach nicht sterben können, dann hätte man die Waffe halt noch. Eben. Ein Herz für Princess Witcher. Auch sei es aimt da nach oben und wird von unten gepiekt. Witcher kriegt schon den Early Frag auf Shoko. Keine Ahnung, ob man hier wirklich nicht auf Fire hätte gehen sollen. Okay, Martin trifft einen Shot, Digga, rare. Und die T ist wieder in einem 3 gegen 5. Das hat jetzt absolut RIP die Runde hier. Vor allem Offside ist auch schon wieder ultra low. Malplay, oh, Martin geht genau in dem Moment weg, aber positioniert sich anders. Hält trotzdem noch ein. Tyrone fällt da ziemlich up close. Aber Tyrone geht da, glaube ich, nicht weiter vor in Mitte. Offsize kann den Frag auf Martin holen mit einem starken Peak. Ah, nee. Junge, Martin ist ja so in Form, ist ja krank. Ja, ihr müsst den clippen. Macht einen Twitch-Clip ready.
Fate könnte dann Read auf die Flank haben. Nee. Und damit ist es nicht mal ein Kill hier. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich hässlich. Gar genau kein das, Money was da. Die CTs gebraucht haben. Eigentlich hätte man die Runde geholt, wären CTs broke, wären 5-2, Eco 5-3. Das wäre doch schon mal, wär schon mal stabil. Stabil für T-Rampart, aber so ganz hässlich. Und das Money jetzt auch wieder besser bei den CTs. Ist die Map T oder City favored eigentlich? Oder Big eigentlich? City würde ich sagen. Big City. Ja, so 10-5. Okay. Mucke Martin ist absolut on fire. Aber Fate findet Aimcrusher beim Pushen da unten. Und jetzt musste Martin darüber positionen. Sind noch gar nicht so close, die Gegner. Aber jetzt mit der Flash will Witcher natürlich helfen. Eventuell machbar. Witcher 11-2. Hier Offsize hat, glaube ich, einen guten Move. Guck mal, wo die CT schon wieder stehen. Niemand ist bei. Ja. Da kommt man aber auch die B-Rotation mit der Bombe. Fate könnte jetzt noch ein bisschen Attention auf A-Drawn, dass die CTs auch da bleiben, weil die rotaten gerade schon wieder weg. Ja, Witcher ist jetzt schon wieder hier am Schieben. Aber Fate macht halt nichts. Er muss Präsenz zeigen. Aber ja. Martin könnte ihm reinlaufen eventuell. Sieht nicht hat so aus. Hat dann aber doch wieder Angst. Weil und da findet man Offsize am Lurken. Ja, es ist irgendwie, es hat irgendwie alles kein Konzept so, weißt du? Man ist ultra readable. Wenn man irgendwo hingeht, dann sind 5 CTs gefühlt da. Wenn man da nicht hingeht, wird es wieder zurückgeschoben, weil man so lange braucht. Das Tempo fehlt auch irgendwo. Bei, genau bei solchen Rotations vor allem. Edipudding könnte jetzt down gehen und dann hat. Oh, der Molly ist so well timed. Das ist ja so wild, Alter. Und da sagt Edipudding, er hätte kein Timing. Oh, und Mucke Martin ist weiterhin absolut ready auf dieses Window. Auch der Molly wie. Absolut perfekt einfach. Pudding 8 HP. Damien ja. Aber auch 4. Junge, da Peak macht Pudding, geht kein Risiko ein, weißt du? Das war gut gespielt. Ja, und Fate kann eigentlich hier speichern in diesem Eck. Könnte sogar auf Exits gehen, wird sich lohnen. Economy hat er eh. Ja, aber er kriegt ja kein Money, wenn er jetzt noch down geht nach der Zeit. Stimmt, ja. Vergaß, dass das nicht Valorante ist. Hier funktioniert das ja ein bisschen anders. Funktioniert das da anders? Kriegst du da Money, wenn du als T savest? Ich werde einfach angerufen, willst du mich verarschen und mein WhatsApp-Web ist an, deswegen hört man jetzt nichts. Ich krieg die Krise, Digga. In Valo wird das Money halt gut geschrieben, nachdem die Runde vorbei ist. Also wenn die nächste anfängt erst und nicht schon, wenn der Timer abläuft. Aber du kriegst Reducted Money. Ah. Kriegst nur 1000. Ja, trotzdem scheiße. Witcher schön angefangen, aber nicht genug. Sorry für den Bad Boys, muss da was machen. Alles gut. Nice, Fate. Mitte unten Tunnel ist offen, da kann man jetzt vielleicht irgendwas angehen. Nice, man könnte jetzt B, jetzt ganz schnell B. Ja, das Time, das Window ist da, Witcher nimmt halt den Spot ein, aber den kann man halt überfahren zusammen. Der ist jetzt auch known. Doko, nice! Side clear, jetzt einlegen. Einnehmen, Runde gewinnen, ganz leicht. 1 plus 1 gleich 2. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp, holy shit. Da, geht man da jetzt speichern oder was? Wenn wir es noch tryen? Nein, unendlich ist ja halt kein Money da, aber man kann ja auch mal hier mal ein Risiko eingehen bei diesen Big Black Trials. Auf jeden Fall, steht 7-1. Man kann jetzt auch mal ein bisschen Respekt den Gegnern zeigen und mal zeigen, dass man auch fighten will. Ah, sieht nicht so aus, nur Exit Trace. Ja, und Aimcrusher kriegt nochmal den Kopf. Schoko macht die Runde im Alleingang, wohl muss ich mich echt lassen. Und Mucke Martin stickt auch around und hittet einen easy Shot, Junge. Mucke Martin ist heute so krank. Aber da wird er nochmal abgefangen, denke ich. Ja, hat also viel mit dem Butterfly rumgespielt und wird gecatcht. Damit alle dead bei den CTs. Es sollte aber nochmal einen beigeben. Wie, du hast noch Props. Ja, ich hab die. Ist das ein 0,5 Glas? Ich hab 0,5 Weizen.
und 0,2 Fünfer Props. Wie soll ich das da alles auf einmal reinkriegen? Natürlich habe ich noch was über. Junge, Alter. Ey, Drickium haben schon solid Util eigentlich, so. Muss ich ihn einfach lassen. Gut. Ich find das nice. Das sehe ich bei nicht so vielen Teams. Ja, mit Pepi war auch eigentlich guter Entry. Nice. Die Entries nice. Kommen, die Entries kommen ja so schnell. Was, wo kommen die denn hier? Oh, und Witcher hätte da eigentlich auch down gehen müssen. Oh nein, nein, nein. Bitte jetzt nicht werfen uns. Man hat Info auf beide. Man muss jetzt einfach auf den A-Spot rennen. Guck, wo Offsize steht. Witcher könnte hier gleich fett Schoko in den Rücken schießen. Oh no, das ist ein 2v5, das wäre jetzt. Aber das ist halt einfach scheiße Gott. Gespielt. Offsize hat gute Position und er hört sie trampeln. Einen kriegt er safe. Er hat Info. Nice, er weiß, der letzte ist hinter ihm. Nice. Dann nochmal schön Double Peak. Das war wirklich gut am Ende, aber muss sagen, man hat es da halt wieder ultra spannend gemacht. Okay, jetzt kurz darauf achten, ob BBG nach Gentleman Ruleset spielt oder nicht. Aber das Set geht eh gut. Bis jetzt spielt die nach Gentleman Ruleset. Okay, es wird keine Deagle gekauft. BBG sind offiziell Gentlemen. Weil, wenn man kein Geld hat, dann soll man auch nicht kaufen. Auch keine Deagle. And that's why you're washed, bro. Offsize hat so ein Riesenproblem und da muss man jetzt wegrennen. Aber guck mal, Damien hat die Bombe, er muss jetzt um Hilfe schreien. Oh, und die Hilfe, die kriegt er, die kriegt er. Ja, okay, das ist guter Cleanup. 7-4 nach der Runde, so sieht der Score doch schon direkt 10-mal amüsanter aus. 7-4 jetzt vielleicht noch die nächste. Rein theoretisch, wenn man die Runde jetzt holt, das wäre ein Opener. Das wäre dann möglich, noch ein 8-7 eventuell zu turnen. Das CT-Money ist auf jeden Fall hier nicht gut, nicht safe. Ich sehe auch kein Kit. Tyrone lässt 650 drin und holt sich trotzdem kein Kit. Das ist ein big mistake. Hoffentlich verlieren die Runde deswegen. David, Alter, warum war ich so biased? Hoffentlich verlieren die. Okay, die Trades in Mitte. Fade kriegt Tyrone. Damit ist das Nicht-Kit down und Mucke Martin trifft wieder einen Shot. Macht nur Spaß, Mucke Martin ist krass, by the way. Und vor allem unendlich reich. Jetzt, wenn ich den zu hart roaste, kriege ich Hitman auf den Hals gehetzt. Gut, aber man muss sagen, die CTs spielen sehr weit hinten. Wenn du dir was mal auf der Minimap anschaust. Ja, da wird nicht aggressed oder so. Da Mucke wird Martin und Witcher vor allem, die könnten Mitte überall sein. Sind sie halt nicht. Aber wie die Pudding muss ich halt entsprechend auch Sorgen um den Connector machen, weißt du? Man hätte auch vor A den Space taken können, dass man weiß, dass da niemand ist und dann den mehr Infalt hat. Weil dann könnte man, angenommen wäre jetzt A gepusht, dann wüsste man, dass es eigentlich B sein muss. Ja. Ich meine, Pudding wird jetzt gleich Contact haben. Stattdessen wird jetzt zu viert. Und dann kommt Witcher rüber. Ja, Witcher kommt relativ rechtzeitig. Sehr schwierig für Pudding. Pudding auch kein Read auf links, kassiert das einfach. Witcher hilft halt nochmal. Und irgendwie, das Aim fehlt halt einfach. Nice, schade. Da ist es viel zu langsam gewesen mal wieder. Da muss die Smoke CT kommen. Und der Trick Jump nach oben. Der Trick Jump. Jedi Pudding spielt aber auch mit dem Feuer und da kriegt man den Nacken. Und ich muss sagen, das war. Die Runde hatte Potential, so ist ja nicht. Für die T's. Aber man hat da. Jedi Pudding ist halt, wie soll ich sagen, der spielt das ja passiv um den Mörser. Steht da nicht so schnell down, dann hat Witcher halt genug Zeit rüberzukommen und zu helfen. Liegt halt auch keine gute Smoke. Witcher kann ihn also allen in die Seite schießen. Und dass Jedi Pudding auch nicht down geht gegen den Spieler, der geboostet ist, das ist halt einfach nur, weil er gewifft hat. So, das ist halt dann komplett RIP. Oh, ist das Doppel-Setup hier im Connector. Fade geht davor, Mucke Martin schießt wieder in der Mitte. CT-Economy immer noch schlecht. Lässt sich immer noch turnen. Small Pay ist ziemlich weit vorne und er hat da eventuell eine Gap, wenn er da kommt, von oben reingeht. Ah, so knapp bei Fade gerade gewesen in der Cam, habe ich gesehen. Da muss ich da auch dick Sorgen um Mitte machen bei den CTs. Nächstes abgesmuckt. Oh, geht Witcher davor? Rennt er da Fade rein? Oh, die kuscheln gleich richtig hart. Oh, Schmalplay, dreh dich um Mitte. Hat er einen Schlaganfall gehabt, Digga? Das war das Estrogen. Auf jeden Fall. Ja. Ein gutes Cleanup einfach von den Big Black Glocks. Ich
komplett ohne Chance, würde ich zwar sagen, sind die Runden da jetzt nicht. Aber es sind einfach bessere Setups und auch vor allem hittet man viel bessere Shots bei den Cities, muss man einfach sagen. Points, Stats, Stats. Also ich werde mal einen Nubert einrichten, dann gibst du Commands, sobald ich nicht weiß, was du damit willst. Like, was willst du damit sehen? Deine Stats auf dem Internet-Server. Oh, jetzt wird die Eddie-Pudding da eventuell überfahren, aber der Roll ist schon relativ close. Die Consmoke kam auch nicht. Eddie-Pudding mit der 5-7 macht ein. Der Bombplan sollte durch. Komm, nevermind, man denied den Boost, man denied richtig dick den Boost. Damit schaffst du die Bombe nicht auf dem Spot. Okay, Schoko mit der AWP. Man hat ihn schon AWFrax holen sehen, die nicht so schlecht waren. Drei Bullets und reloaded. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Und er rennt, er will auf A legen. Zehner, wenn das wenn da niemand schiebt. So erkennt man halt einen richtigen Geschäftsmann, ne? Er jagt halt das Geld. Ah, es könnte sogar passen. Junge, aber die, guck mal, wie er rennt hier. Aim Crusher, der. Nee, der sollte das denied bekommen. Er schießt einfach. Warum schießt er denn? Präsenz zeigen. Richtig. Ah, geht er down, aber der plant tatsächlich noch da, krank. Leaderboard, Moins. Wo sind denn die FFM-Stecher? Die haben leider schon aufgegeben, bevor das hier losging. Sondern ich denke, die fünfte Runde ist schon mehr oder weniger ein Must-Win hier, vor allem wenn man dann nicht safe die Pistol gewinnt. Weiß nicht, ob L4 hier noch so recoverable ist. Ich weiß nicht, ob ich so viel Vertrauen in die City-Side von Eindrück hier oben habe. Double Orb einfach. Und man war ready auf Aim Crushers Peak, aber man hat ihn halt einfach nicht getroffen. Ist nicht das erste Mal, dass mir das so geht in dem Game. Er geht komplett ins Feuer. Damien mit einem absoluten Stinker auf dem Move. Ganz, ganz fragwürdig. Offsized könnte hier den A-Spot. Der Aim Crusher ist so greedy, das kannst du so nicht machen. Das war wirklich ein terrible Peak. Aber Musik Martin jetzt. Gegen Offsize. Musik. Offsize bitte? Da geht auch die Bombe down. Ja, sieht mir nach einem L4 aus. Und da ist es L4. Muss auch sagen, zwischenzeitlich hier ein paar Runden sich nochmal gut erkämpft. Ja, hätte Ende wirklich Tages. Mehr sein können. Hätte wirklich mehr sein können. Einmal eine Buy-Round, wo die CTs Low Money hätten. Das wäre ein 8-7 oder so. Oder ein 9-6. Das wäre schon tausendmal attraktiver. Ja. Aber Big Black Locks halt einfach irgendwie so ein bisschen cleaner. Also da sind schon viele Whiffed Shots, viele Weird Plays, viele Split Goals da bei den Ts. Ja. Ich denke, die Scoreline geht schon fein. Ich habe das Gefühl, bei Eidrück hier oben ist auch irgendwie so ein bisschen dieser Survival Instinct, dieses Fight or Flight getriggert, weißt du? Ja. Nochmal fährt er jetzt hart Richtung Offside, mal gucken, was der dann Winner machen kann. Die Flash dodgt er. Er peekt, spottet richtig viele und rennt um sein Leben. Oh, jetzt ist er noch. Oh, das war ein mieser 1 auf Terron. Holy shit. Muka Martin findet Schmalpay im Window. Aber man gibt den Spot dick auf. Hat nichts zu heißen. Man will es vielleicht auch nur spannend machen hier. Nice, Damien. Noch so ein Ding. Shot. Nice, Schoko. Oh, 2v4. Oh, 2 AP, aber das kann er nicht holen. Kann er. Aber holt er nicht. Und das ist so die wichtige Pistol, damit sich hier Aldrich um noch mal ein bisschen eventuell ins Game zurückkämpfen. Ich denke, die T's werden einfach eine brave Full-Ecorn spielen. Weil gibt keinen Grund hier zu forcen und eventuell dann 3 Runden abzugeben, wenn man so eine Lead hat. Wäre jetzt mein Call. Ein paar eine Deagle kann man sich bestellen mit dem Plant. Mal gucken, was sie machen. Ich möchte nochmal anmerken, ich bin nicht parteiisch. Oder unparteiisch, wie auch immer man das nennt. Aber Aldrich hier oben ist trotzdem mein Favorit. Geil, ja, okay, wie ich schon gesagt habe, kein Buy, aber ein paar Deagles wegen Plants sind drin. Und man geht da heavy Richtung B, aber die CT ist irgendwie auch. Obwohl, jetzt geht einer zurück, so als hätte man sich noch nicht geeinigt, wo man da spielen will. Oh, Fate, der Molotov, Digga. Der kam leider nicht. Er kam überhaupt nicht, Digga.
Oh, es wird mich so nicht wundern, wenn die hier weggediegelt werden, Alter. Das ist, gibt mir richtig Anxiety, das Setup. Das läuft aber gegen das Gentleman Rule Set. Es wird die gekauft, obwohl Eco gegangen werden muss, weil die erste Runde war ja lost. Okay, stark, ja. Damien. Und deswegen gab es eine dicke 1, also das ist ja wohl der richtige Call dann gewesen. Ja, aber die sterben halt jetzt einfach alle und das Geld ist trotzdem weg. Ja, aber man hat ja noch 2, kann man irgendwas, man kann kaufen. Easy, weil man Plant hatte. Man hätte das Geld auch einfach in Stake, in die Slots stecken können. Das war die Negev, Alter. Ich weiß nicht, was Schmalpays Problem ist, warum kauft er sich eigentlich eine Negev, aber er macht die Frakes, also hat er nicht recht wohl. Sonntag drücke ich dich um, Laurie. I doubt it. Ich finde, das wäre actually eine good addition zu CS, dass man sein In-Game-Money gamblen kann. Oh. Stell dir vor, du machst Max-Win einfach in Piss-Draw und hast 16k. wäre optimal, man. Würde auch bestimmt so diesen Family-Friendly-Investors taugen. Ja. Alrighty. Die 10 ist mit 3 M4s, einer Negev und einer MP9. Also die Weaponry Advantage in der Runde ist auf jeden Fall bei den Tees. Mitte Molly war es wieder nicht von Schmalplay. Aim Crusher, starker Entry. Kann das gehalten werden? Guter Refrag von Offsize? Man muss halt auch sagen, da standen die CTs gerade relativ gut. Anti-Flash, die Ts meine ich, sorry. Aber man hätte da trotzdem mal einen Shot hitten können. Man hatte schon Zeit. Und stattdessen kriegt man den Turn und hat nicht mal einen Bullet getroffen. Die sind aber gerade auch alle solo. Ja. Und die Negev ist schon rübergeschoben. Aber man macht sich da Sorgen ums Window. Keine Info darauf hat. Hey, Jump pickt aber schön auf entspannter Hase B. Er weiß, wenn da was kommt. Er sieht Tyrone. Jetzt natürlich nicht mehr. Oh, und schon wieder die Mauer angebrannt. Junge, wie oft will er das denn noch so machen? Ey, Junge, was macht man denn da? Hat man die Map noch nie gespielt? Anscheinend nicht. Like, er macht das Window auf und Damien sieht für mich so aus, als wäre er komplett überrascht, dass das geht. You know? So richtig. Hä? Was ist denn hier los? Oh, Jedi Pudding hat sich selbst gehört. Ja, und die T's spielen da einfach eine sehr langsamen Default an, wartet auf Fehler. Die CT ist auch hart, die wissen gerade gar nicht, was passiert. Ja, und die Fehler, die kommen halt auch, weißt du? Jetzt wird auch gedacht, dass es B ist, weil er geschossen wurde, aber es ist halt leider nicht, Jungs. Offsize könnte hier aber. Macht er aber nicht. Hey. Guter Frag. Auch wenn die Runde lost ist, ist das Game lange nicht vorbei. Ich believe noch dran, dass Schmalpay gleich vielleicht irgendwie aus unerklärlichen Gründen und Quellen extreme Energie aufbringt. Vielleicht durch Substanzen. Und einfach Schellen legt. Ja, ist ja auf jeden Fall in der Zeit. Wie ist denn das in der ACS4 eigentlich? Sind so, ich weiß ja nicht, ich möchte auf Twitch darüber nicht sprechen, aber sind powerpushende allgemeine Medikamente eventuell zulässig? Oder ist das wie auf den Majors, dass da gar nichts toleriert wird? Alles verboten. Und wir machen da routinemäßige Tests. Mhm. Kommt da jeder nach Hause so ein Testkit geschickt, oder was? Nee, wir kommen da auch vorbei. Und das halt auch random, weißt du, zu random Zeiten. Ah. Und dann musst du einfach machen, sonst fliegst du. Okay. Aber finde ich gut, dass das da so ernst genommen wird und auch drauf geprüft wird. Ja. Weil hier bei BBG irgendwie Witcher, weiß ich nicht. Das ist irgendwie unnatürlich viel Testo. Dafür, dass das 80% Frau ist. Junge, also bitte, Digga. Ist natürlich ein Joke. Junge, Offsize sind nach diesen 1. Das wäre jetzt eine ultra wichtige Runde für die CTs hier. Und guck mal, wo Schmalpay steht, Alter. Mucke Martin, starker Frack. Wieder tied up. Oh, aber Schmalpay, komm. Schade. Es ist halt so dieser Scheißdreck, der passiert, wenn man 4-17 steht und Fate brennt einfach ab. Was macht Jedi Pudding denn? Man hört das, oder? Wenn jemand abbrennt? Ja, natürlich. Das ist ja blank als erstmal gespielt, ich hab schon wieder vergessen. Hallo nachts klingelt Leute bei mir und findet meine Anabolika. Du bist auf Stoff. Mein Beileid. 13-7. Jetzt sieht's aber
Schon immer gefährlich aus. Die Cetus könnte jetzt aber mit einer starken AWP vielleicht noch ein mieses Comeback starten. Ich meine, er hatte nur einen USP, aber da kann man halt schon mal den Kill machen. Der war ja ein richtiges stinky Game, tut mir echt leid. Muss halt zweimal die Glocken läuten lassen bei dem 16-jährigen Mucke Martin und dann passt das auch. Ja. Ist Mucke Martin eigentlich wirklich 16? 15. Was? Ja, er wird aber dieses Jahr noch 16. Dieses Eck da versteckt, dass ich ihn kenne. Ja, der ist glaube ich gerade in die Oberstufe gekommen. Oh, wie süß. Der kleine Mann wird auf LAN gestreichelt. Junge. Kannst du bei mir was machen? Einfach nur mit 18 plus Leuten da. Der Throne gegen Fate. Das ist ein wichtiges Duell jetzt. Fate low. Theron noch sehr healthy. Da sieht man halt, wer Salat frühstückt und wer nicht. True. Wo kommt Damien? Den Frank muss doch machen nach dem Headshot, weißt du? Oi. Halt, was geht? Wann Inferno? Bruder, das war letzte Season da. Hättest du mal mitgemacht. Offsize kann jetzt? Nee, er wird mies gelöscht. Schöner Schuss vom Aimcrusher, schön pre-aimed. Malpay aber, das ist seine Chance. Er reagiert nicht mal. War aber eine kleine Gap, man muss mal ehrlich sein. Inferno war letztes bei ACS 3, da hätte 6 und länger hat er mitgemacht, safe geworden. Darker Frick. Jetzt bitte nochmal checken. War wieder Fight or Flight, ist okay. Komplett unaware. Oh, und jetzt geht Schoko vor und rennt in die Orb. Oh, er dreht sich um. Oh, das ist. Ja, also ich muss sagen, Big Black, glaube ich, sind schon um einiges besser hier. Die haben halt den Safe von Aim und teilen sich halt schön auf, warten auf Fehler und die Fehler kommen halt auch immer so. Die spielen halt ein bisschen selbstbewusster auf jeden Fall. Bei Drück Yum ist das so irgendwie. Weiß nicht, die fühlen sich, glaube ich, einfach nicht wohl und trauen sich selbst vor allem nicht. Ja, also, it is what it is. Ein bisschen Potenzial war da, aber man muss schon sagen, die Black Blocks haben hier schon das Game in der Hand. Oh, wenn ich weiß, er könnte da umgefahren werden, wird er auch. Nice, oh, nice. Oh. Vielleicht jetzt das Comeback auf 16-14, der Cheater-Score. Schmalpick geht da auch vor. Martin, weiß mit gar nicht. Dem Reflex. Warum rennt man denn da so rein? Man hatte doch ein 5 gegen 3. Ja, das hätte man ausbauen können, aber da wurde halt wieder Brain off und W gehalten. Ja, und jetzt erhält die Steps, weiß er halt nicht, wo genau gehen die überhaupt jetzt hin. Und man geht einfach dick CT rein. Ich muss halt danach in die Hand nehmen. Ja, er geht dann auf den falschen Spot. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich kann eigentlich saven gehen jetzt schon. Ich weiß halt auch nicht, was das so ist. Kann ich da noch Stand-In? Jetzt, Mid-Game? Safe, Digga. Also, ich weiß nicht, wie man da diese zwei Frags nehmen kann und dann meinen können, und dann meint, dann, boah, ich renne jetzt mal da noch weiter rein. Und also, man hat ja komplett alles verschenkt. Da hätte man direkt einfach Waffe nehmen, direkt zurück. Repositionen, Waffe. Und da ist halt da und da wäre ich, wenn ich Damien wäre, wäre ich da doch mies sauer, weil warum? Also außer er hat es gecallt, dann wäre ich auf Damien sauer. Absolut verspielt die Runde und das ist jetzt halt eh 14-6 gewesen. Aber ist ja ein bisschen. Letzte Chance für die Cetus ja, jetzt. Ist halt so, spricht halt so ein bisschen auch für den ganzen Verlauf des Games, so dass man da halt teils schon das Brain off gemacht hat, sehr oft. Das ist ein bisschen schade. Weil man hat sich ja schon ein bisschen Util auch angeschaut. Aber es scheitert so eher an den normalen CS-Teamplay-Dingern, finde ich. Bitte Contact jetzt. Pudding, Mucke, Martin und Witcher. Fate geht down auf B. Schade. Man muss halt auch sagen, ich drücke um mit Stand in Fate, spielt dafür Mister. Damien, dreh dich um. Mister schon ein guter Spieler. Nice. 2 gegen 3 ist holbar, man weiß, dass die Gegner auf B gehen werden höchstwahrscheinlich. Die Bombe, aber die noch chillt. Offsize ist halt leider AFK, der frisst Müsli oder so. Okay, fertig gegessen, jetzt geht er.
Hier, Pudding hat ein Glück, dass er da noch lebt. Malpe rennt zurück in die Nate. Warum will er das denn machen? Ja. Aber das war doch mega obvious, wie die fliegt. Ja, war es auch. Schmerzt. Aber kann passieren. Das ist so. Oh, das Offset, den trotz Aimpunch kriegt, ist impressive. Das holbar. Tour und Tour mit einer AWP. Nicht hinter euch checken. Es ist ziemlich safe, dass beide Sides sind eigentlich. Das kann man readen. Man macht sich da fett Sorgen um Flank. Beide haben nochmal behind reingeschaut. Macht kein Kit. Das meine ich halt mit Estrogen. Das ist halt. Hat jetzt Info auf den Side-Spieler. Ein Info da, beide Info ist da. Hat den Crusher den Kit, da jetzt kein gehört. Kit. Kit liegt aber onside. Ja, GG well played. Gut gespielt von Big Black Locks auf jeden Fall. Ja, sehr absolut. Sehr koordiniert, sehr entspannt, langsam ruhig, einfach gedrückt und das Game gewonnen, gesichert. Ja, schauen wir mal aufs Scoreboard, bevor wir aus dem Game gehen. Wishart, Rome, Mucke Martin, alle Relay fällt oben, Jedi Pudding, Game Crusher ein bisschen gechillt. Malpe hatte ein horrible Game, ansonsten hat der Rest ganz okay gespielt, aber jetzt auch niemand, der mies gegen gedrückt hat. Muss sagen, ich denke, keine Ahnung. Ein paar Plays haben mir da überhaupt nicht gefallen und ich bin so ein bisschen stellvertretend für den ganzen Verlauf des Games, wo man ein bisschen das Gefühl hat, so einfach unnötig overcommitted hat. Oh fuck, ich schmeiß alles um. Unnötig overcommitted hat, wenn man mal eine gute Situation für sich selbst gefunden hat, aber overall muss man sagen, waren Big Black Locks vor allem auf der T-Seite so ein bisschen wie so eine Cobra. Überall auf der Map haben sich im Gegner so ein bisschen suffocated, nirgends konnte man mal pushen, nirgends konnte man mal vor, weil man überall immer abgehängt wurde. Meinst du Cobra Tate? Aber gut gespielt. Genau den. Der hält auch immer auf die Pushes, Alter. Alrighty. Gehen wir gleich mal in die Interviews, wobei erst update ich mal hier die Standings. So. Es war 6:16, oder? Ja, war's, danke. GG's. So, dann werfen wir mal einen Blick hier auf die Standings. Also. Bruder, lad doch jetzt mal. Boah, ist das alles am Laggen, holy. Big Black Locks gönnen sich in ihrem fünften Game ihren vierten Win. Bauen die Round Difference auf 40 aus. Ihre Punkte auf 12. Bleiben dennoch hinter MS fertig machen, weil sie die Head-to-Head verloren haben. Entsprechend bleiben sie auf dem zweiten Platz. Wo steht mein Team, Anonymous? Gerade auf Platz 3 in Gruppe B. 3 Games, 3 Wins. Plus 29. Stark, Jungs. 8-0 packt ihr easy. Vor allem habt ihr die bessere Gruppe. Da sind eigentlich keine ernstzunehmenden Gegner drin. Ja, 8-0 könnt ihr hinkriegen. Das neunte Team Sigmas fährt dann halt. Das ist aber klar, denke ich. Ach so, es sind 9 Teams. Die anderen halt 9-0. Es sind 10 Teams. Also du spielst ja nicht gegen dich selbst. Also 9-0. Alrighty. Aldrich hier umgrenzt in ihrem vierten Game. Unfortunately ihren dritten L. Aber die Round Difference war jetzt noch nicht so schlimm. Jetzt ein bisschen schlimmer. Minus 13. Mit 3 Punkten hat man... war man eh hinter Kotav schon und bleibt auch hinter Kotav. Shine und Drunk After halt noch winless und entsprechend droppt man da auch nicht weiter. Also an den Standings hat das jetzt noch nichts verändert. Die Round Diff ist dafür da, wenn beide Teams gleich viele Punkte haben, dann noch zu differentiaten, oder wie? Erst kommt der direkte Vergleich in der regulären Spielzeit, sprich 16-14 Win für Sigmas, wir haben gleich viele Punkte, ist Sigmas bessere Team, also ist aber ein 19-17 Win. Zählt es als Tie und dann gilt die Round Difference. Aha. Ja. Okay. Und wenn auch die gleich ist, was ja ultra rare ist, dann würde man noch die Total Amount of Wins in Regulation machen. Nochmal, um zu vergleichen. Und wenn das nicht zählt, dann der Zufall. Aber ich denke, Round Difference wird eh nicht zählen. Ja, das ist mega unlikely. Ich könnte auch noch sowas einbauen wie so im Fußball, so Fairness, Fairplay. Das geht Score. Mit Drunken After 0-6. Ja, Mann, nicht so geil. Da wurde halt nicht genug gesippt, glaube ich. Aber hatten ein paar nice close Matches, muss ich ihnen lassen. Hatten sie wirklich? Ja, Lange, Franz und Goon sind manchmal schon ausgerastet, aber dann wurde man in anderen Games hart gefahren, deswegen ist die Round Difference nicht so geil. Schade. Ja. Und ansonsten Sigmas verteilen halt Schellen. Ja, aber die haben halt auch nur gegen die Schlechten bis jetzt gespielt, ne, deswegen. Wer spielt jetzt sich noch? Halt anfangs hochzupushen. Nein, wir haben noch 2 Games.
Wir haben noch drei Games und zwei davon sind gegen Insane Cock. Was in sein Inferno. Das heißt, aber wir spielen noch das wahrscheinlich beste Team in unserer Gruppe neben uns. Anomemos, die sind halt auch krass. Ich denke, das, also dein Team, denkt, das wird auf jeden Fall ein Banger. Die haben wir noch nicht gefaced. Aber ja. Wir können ja online spielen, eventuell. Eventuell? Oh, scheiße, das wollte ich nicht machen. Aber ja, hier, die zwei, hier, wie facen wir am Sonntag, dann haben wir auf jeden Fall 8 Games. Und höchstwahrscheinlich auch das hier. Ludi ist ja bei dir im Team, ne? Ja, dann soll es ja kein Problem sein, den Jungen breche ich Tag und Nacht. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so falsch. aber ist egal, Alter, weil wir haben Räche, Digga. Und NMV, der gleicht alles aus. Und Eli, der hat die größte Fresse im Twitch-Chat. Also wir sind eine well-oiled Einheit. Naja, egal. Genug gelabert. Ich denke, wir gehen noch in die Interviews real quick. Ja, machen wir. Und ja. Gehen wir erstmal zu I drück. GG. NT. Boys. NT war es nicht. Ich was ist passiert? Warum mal erstmal wahrscheinlich erst fragen? Warum kein Feier? Das ist eine sehr gute Frage. Wir werfen schon im Voting weg, alles gut. Ja, Marvin war halt nicht da. Das war so der Hauptgrund, warum kein Feier. Achso, ist ja so ein Main Pillar bei eurem Feier? Ich kenne nicht alle Smokes, die er wirft. Ja, okay, das ist actually ein guter Grund. Ja, ist halt dann unfortunate. Ich war überrascht, als es dann kein Feierborn geworden ist. Aber ich fand auch, keine Ahnung, ihr hattet auch da so ein bisschen Util, so Basic Stuff, würde ich sagen. Nicht viel weniger als eure Gegner, vielleicht sogar eher mehr. Aber, ja, das ist auf jeden Fall, aber es klappt halt nichts. Aber irgendwie so das Aiming war eine Stufe drunter, einfach das normale Teamplay, Trading. Das ist halt so ein bisschen irgendwie schade, weil man sich ja nicht belohnt, so ein bisschen für die reingesteckte Zeit in so manche Smokes, die man ja nicht einfach mal schnell sich ergoogelt bei so Maps, sondern wie man halt selbst findet. I don't know, es ist ein bisschen sad, aber was soll man machen? Aber mir liegen meistens die Smoke First Try, also so viel Zeit ist es nicht. Ja, okay, das ist halt der Flex. Er wirft die Smoke schon in Source 2. Ja. Ja, okay. I don't know. Könnte man irgendwas zum Game sagen? Nee, ich sag jetzt besser. Dogshit, aber. Ja, wir haben halt das Problem, ist, ich hätte zumindest das Gefühl gehabt, dass wir halt auf CT-Side deutlich mehr noch gehabt hätten vom Ding her. Weil T-Side war halt echt schwierig so, aber... Die Map ist auch CT-Sided. Ja, aber das Grauen so. Alleine wenn du dir anguckst, wo die Smokes wo du überhaupt erst smoken kannst, so von der Spawn aus und sowas. Ja, ja, die Problem Skybox. Ist halt, ja eben, die Skybox ist halt kompletter Schwachsinn da. Das ist halt ein Problem. Und dass wir halt dann, wenn du halt so eine Halbzeit kassierst und dann wird es halt problematisch, dann auf CT noch sich zu raffen. So. Und wenn du dann die erste Bayron verlierst, da war das Ding eigentlich schon gegessen. Aber selbst auf T haben wir absolut geworfen. Ja, T haben wir halt absolut scheiße, so, aber wir haben uns auch nicht so vom Gedanken her viel gemacht. Auf CT wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Aber heute hätten wir wahrscheinlich auch auf CT verloren. Also so ist nicht. Ja. Weil es war halt, wie du schon sagst, so Aim war nicht da, so also Teamplay war auch echt irgendwie... Für einen Eimer so, ja. Also ich denke, ich meine, ihr habt jetzt einige harte Gegner schon abgefrühstückt. Noch einer ist, glaube ich, über, wenn mich nicht alles solche. Ey, noch ich zwei. Bin Haze und also, ja, oh, nee, ja, doch, noch zwei. Okay, nevermind. Und noch gut half. Das ist eine Ansage, aber es sind auch noch ein paar andere Teams da. Mal gucken, wie es so läuft. Ich finde es nice, dass ihr euch so Util so Stuff anschaut und ich hoffe, dass ihr euch noch ein bisschen dafür belohnen könnt in Zukunft. Ja, und ansonsten... Grüße gehen raus an Eis. Grüße gehen raus. An Eis. Liebe geht raus und ich denke, wir gehen mal hoch. GG's, Boys. Bye bye. Tschüss. David was moved out of your channel. Moinsen. Moinsen, GG. Hallo. Ja. Was geht, GG? War stabil. Mucke Martin, hast jeden Easy Shot gehittet. Bitte? Ja. Jeden Easy Shot gehittet, aber leider keinen von den schweren. Was? Junge. Ja. Guck mir das Wort an, Alter. So lass ich nicht mit mir reden, Junge. Alles gut, kleiner Mann. Was? Wie war das? Martin einfach 2 Meter, David 1,60. Aha. Wir sehen uns auf LAN, Bruder. Ja, wenn wir sehen. Ich werde dich streicheln. David kommt so auf Stelzen, Alter. Ja, darum geht's nicht. David, darf man dich auch streicheln oder nicht? Kommt auf dein Testosterongehalt an. Aber ich muss sagen, in dem Game hast du eigentlich gutes Selbstbewusstsein gezeigt. Von daher würde ich es dir eventuell erlauben. Sehr, sehr gut. Den Boss in Person einmal anzufassen. Oh, okay, ja, Boys, noch irgendwas zum Game. War cool, oder?
Ja, war stabil. Ich glaube, wir haben ganz okay gespielt, wir hatten schon noch ein paar Fehler, aber ich glaube, wir haben Großes mit Aim kompensiert, nicht mit irgendwie Taktik oder irgendwas an vielen Stellen. Ich finde, wir haben oft viel zu viel offen gelassen, aber irgendwie hat es halt funktioniert. Ich glaube, weil wir einfach darauf die Aimfets gewonnen haben. Ja, ich denke, ihr wart Aimwise auf jeden Fall ein Level above. Jutel hatten die Balls so, schon muss ich ihn lassen, aber es hat halt dann irgendwie nicht viel gebracht, wenn er einfach nur eine dicke 1 kassiert oder sich so hart gesplittet hat. Das war immer ein bisschen sad to watch. Und overall, ja, einfach starke Performance so, einfach auch individually. Ja, wart ihr überrascht, dass es Rampart wurde statt Fire? Ja, also actually schon. Ich war überrascht, weil wir wussten halt, dass die Fire gespielt haben gegen Banken After, da hatten sie halt diese Smokes von Mister, gab's also eben Mister, weil ich dachte vielleicht, dass die das einfach alle können. Sich geteilt haben oder so, weiß ich ja nicht, wie sie das machen. Oder vielleicht machen sie es auch nicht. Dementsprechend dachte ich schon, dass es Fire wird, aber ja, Rampart auch okay. Wir wollten sie eh schon mal spielen jetzt in dem Turnier jetzt. Einmal geprägt jetzt noch nie gebannt. Dass man kann man ja auch das Info, wenn man auch immer die Vetos anschaut oder so, beschweren uns nicht, wenn wir sie mal spielen. Ja, dachte ich mir auch. Alrighty. Nicer Win. Und ihr seid, denke ich, in einem ganz guten Place. Und ich bin gespannt, wie euch das in der Zukunft macht. Ich freue mich. Wann ist euer nächstes Game nochmal? Ich habe es gar nicht ganz morgen auf dem Schirm. Morgen direkt gegen Good Love. Das wird nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das wird ein nices Game auf jeden Fall. Wobei ihr werdet halt hingehen und erstmal Tuscan und Kobel bannen. Und dann kann man ja schauen, wie hart prepared sind Good Love. Kann man A oder B geben. Ne? Ja, einfach mal auf Thrill Force, ne? Ja, boah, hätte ich Bock. Thrill Force. Um wie viel Uhr ist das Ganze morgen? Thrill gegen GH ist der Banger. Um 19.45 Uhr go. Warum habt ihr heute kein Thrill gespielt? Nur um dich zu ärgern. Nur um dich zu ärgern, ja. Warum? Du hast Thrill schon gespielt überhaupt? Ja, Drunken After gegen Haze Schaden war auf der Map. What the fuck? Ja, aber auch nur, weil du komplett im Stream geschrien hast, dass sie diese scheiße Map spielen. die haben sie gemeint, dass sie sich nicht von mir haben beeinflussen lassen. Ja. Da war die Manipulation am Werk. Ja, Thrill schon Banger Map, auf der muss ich nicht hingehen und 10 Boosts verbieten, Alter. Um es playable zu machen. Alrighty. Was ist dieses Thrill? Schreibt Norbert. Oh, er ist schon da und hört sich an, was ihr macht. Oh, ihr werdet so anti-stratted, Alter. Oh, und am Ende lassen sie Thrill zu und fahren euch komplett um, weil sie die Map nie geprägt haben. Ja, noch ein Moment. Nee, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf das Game morgen. Ich freue mich generell auf alle Matches, die noch kommen. Und ich denke, das wird mega epic. Und viel Glück noch im weiteren Verlauf des Turniers. Wir machen uns mal ab. Ciao. Jo. Ciao. 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 Ja, war ein schnelles, aber chilliges Match. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, danke für den Co-Cast, David. Ein Thema, der Zwanni wurde ja auch gut überwiesen, von daher. Eben, und ich mache dann jetzt mal hier den Stream gleich aus und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Jo.